Also normal ist das eine Nicht-Aufgabe vom Chef, Bratkartoffeln zu schenken. Okay, Cowboy, Pfannfisch ohne Speck, ein Schnitzel. Das Geld, was heute einige ausgelernte Fachkräfte verlangen, das hätten sie früher niemals bekommen. Heute zahlst du ihn, Hauptsache du hast jemanden. Das ist natürlich eine Herausforderung, ne? Eine Herausforderung, jeden Gast zufriedenzustellen. Halt wirklich gutes Personal zu finden, ist verdammt schwer. Also das Problem haben wir alle in St. Peter. Wenn wir einen Tag weniger aufhaben, gehen dann natürlich Umsätze durch die Lappen, die man gerne mitnehmen würde. St. Peter-Ording im Mai. Die ersten warmen Wochenenden locken viele Besucher in den beliebten Ferienort an der Westküste Schleswig-Holsteins. Fast 1 Million Menschen besuchen St. Peter-Ording mittlerweile jährlich. Gastronomen und Hoteliers bringt der Ansturm allerdings an die Belastungsgrenze. Denn es fehlen fast überall Köche, Kellner und Reinigungskräfte. Auch im Restaurant Lotti am Südstrand fehlt Personal. Eine Herausforderung wird das vor allem dann, wenn besonders viele Gäste auf einmal kommen. Wir haben heute Mittag 11 Personen einmal angemeldet, also relativ entspannt, was die Reservierung angeht. Aber bei dem Wetter wird natürlich, denke ich mal, alles voll werden. Heute Abend sieht die Sache dann schon anders aus. Da sind wir voll reserviert. Du bist bei Sonntag. Ich bin bei Sonntag, so heute und dann Abend. Genau, da sind wir voll reserviert. Und dann wird natürlich, wenn das Wetter sich hält, das wissen wir nicht so ganz genau, wird es natürlich auf der Terrasse, die gestern halt auch voll werden. Ne? Insgesamt 12 festangestellte Köche und Kellner beschäftigt Pächter Thorsten Maloney. Dazu kommen mehrere Aushilfen, die das feste Team verstärken, wenn besonders viele Gäste da sind. Einmal ihr Wasser. Dankeschön. Und ein Aperol-Spritz. An schönen Tagen sind die 120 Außenplätze auf der Terrasse auch in der Vorsaison schnell komplett belegt. Bis zu 800 Bestellungen muss das Serviceteam dann aufnehmen. Der Restaurantleiter muss dann innerhalb von Stunden ausreichend Aushilfen organisieren. Meist sind es Schüler, die sich etwas dazu verdienen wollen. Aber auch die sind schwer zu bekommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, ne? Eine Herausforderung, jeden Gast zufriedenzustellen mit dem Personal, was man hat. Ne? Und wenn man natürlich kein Personal hat oder wenig Personal, um so sagen, dann ist es natürlich umso schwieriger. Ne? Und dann ist es dann eine Herausforderung, dass die Gäste halt nicht mitkriegen, dass du unterbesetzt bist, dass du keine Aushilfen hast, dass du zu wenig Personal hast im Endeffekt. Ne? Auch an diesem Tag ist Personal knapp. Thorsten Maloney hilft selber beim Servieren aus. Danke schön. Guten Appetit. Danke. Heute ist natürlich auch ein Tag, an dem ich gerne 1-2 Mitarbeiter mehr hätte, im Service oder auch in der Küche. Wahrscheinlich stehe ich nachher auch in der Küche noch. Bin halt ja, im Prinzip der Lückenbüßer, also da, wo gerade die Lücke ist, da gehe ich halt rein. Corona hat das Personalproblem in der Gastronomie verschärft. Viele Köche und Kellner haben sich während der Pandemie Jobs in anderen Branchen gesucht und wollen jetzt nicht mehr zurück. Die meisten, die sagen, die wollen halt nicht mehr so viel arbeiten, sondern ihre 5-Tage-Woche haben, am Wochenende frei haben, feiertags frei haben und so weiter. Das hast du in der Gastronomie halt einfach nicht. Das ist unmöglich. Wegen des Personalmangels muss Thorsten Maloney seine Öffnungszeiten einschränken und damit auf Umsatz verzichten. Also ich hätte gerne auch Frühstück mitgemacht, ab 9 Uhr. Jetzt öffnen wir um 12 Uhr. Und wir haben dann einen Ruhetag in der Woche. Das würde ich eigentlich auch gerne darauf verzichten und halt 7 Tage die Woche auffahren. Aber wir sind halt auf 6 Tage gegangen, um es halt nicht zu belasten für die Mitarbeiter und für mich halt auch zu machen. 3 Köche, 3 Service-Mitarbeiter und 4 Azubis würde er gerne noch einstellen. Regelmäßig schreibt er die Stellen aus. Die Anzahl der Bewerbungen ist überschaubar und das ist halt die Herausforderung,
in der heutigen Zeit, dass wir da halt Mitarbeiter finden, die tatsächlich Lust haben, dann nach St. Peter-Ording zu kommen und hier in St. Peter-Ording so eine Ausbildung zu machen oder auch überhaupt zu arbeiten. Vor kurzem hat Maloney innerhalb von 2 Tagen über 20 Bewerbungen von Köchen aus Marokko bekommen. Noch weiß er nicht, wie ernst es die Bewerber meinen. Natürlich glaube ich auch, dass die vielleicht nur eine Aufenthaltserlaubnis haben wollen und dafür einen Arbeitsvertrag brauchen. Vielleicht haben sie auch ernsthaftes Interesse. Also das kann man halt ja tatsächlich nur immer eruieren, wenn man sich mit den Menschen auch direkt auseinandersetzt. Also von daher werde ich halt Kontakt aufnehmen und dann halt gucken, was halt das Bauchgefühl dabei sagt. Ne? Für ein Vorstellungsgespräch extra herkommen lassen ist recht unwahrscheinlich. Also von daher geht es halt nur über E-Mail bzw. dann halt Videocall. Nicht nur in der Gastronomie fehlt Personal. Viele Besucher übernachten auch in St. Peter-Ording. 17.000 Gästebetten gibt es mittlerweile in Hotels und Ferienwohnungen. Und die müssen geputzt und gereinigt werden. Auch im nahegelegenen Tating gibt es viele Urlaubsunterkünfte. Und Reinigungskräfte, die dafür sorgen, dass die Zimmer sauber sind, wenn die nächsten Gäste anreisen. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir noch die Feudelstange. Ich nehme das hier. Den Rest habt ihr. So, dann gehen wir mal Richtung Haus. Habt ihr alles? Ja. Super, dann laufen wir los. Erste Station, eine Ferienwohnung mit 65 Quadratmetern Wohnfläche. Ach, guck mal, hier haben wir Leergut hinterlassen, kriegt. Trinkgeld. Der muss wieder weg, weil die nächsten Gäste kriegen keine Bettwäsche und die kriegen auch keine Kinder, wo die mitbringen. Das heißt, oben steht noch ein Kinderbett, das müssen wir auch wieder zusammenbauen. Hast du Klopapier? Ja. Gut. Vor 5 Jahren hat Nicole Reitz sich mit ihrem Reinigungsunternehmen selbstständig gemacht. Und da steht auch schon das Kinderbett, ich baue es zusammen. Ja, Bettwäsche, zweimal. Seitdem arbeitet sie im Team mit ihrer Mutter Brigitte und Mitarbeiterin Sandra. Eigentlich hätte sie gerne mehr Personal. Halt wirklich gutes Personal zu finden, ist verdammt schwer. Also das Problem haben wir alle in St. Peter, das ist bereichsübergreifend, egal ob das Gastronomie ist, ob das ganz normal in einem Westküstenpark oder so wo ist, das ist völligst egal, wir haben alle das Problem. Nicoles Mutter Brigitte ist eigentlich schon lange Rentnerin. Ich helfe ja nur mit in sich, weil ja kein Personal zu bekommen ist. Also schwer zu bekommen ist. Aber du machst es schon lange, ne? Ja, 6 Jahre ungefähr mache ich das jetzt schon. Nee, wir hatten nur welche. So, dann nehme ich das mit runter. Dann kannst du hier oben Staub anfangen. Sandra ist im Bad und ich gehe runter in die Küche bzw. Wohnzimmer und nehme das Kinderbett mit. Eine Zeit lang hat Nicole Reitz versucht, weiteres Personal zu finden. Inzwischen hat sie die Suche aber aufgegeben. Klar wäre ich gerne noch 2 mehr, weil dann kannst du 2 Gruppen bilden, weil die ja in der Regel immer zu zweit laufen bei uns. Aber wie gesagt, der Markt gibt das halt im Moment einfach nicht her. Entweder haben die utopische Vorstellung von dem, was die verdienen wollen, oder aber, wenn die sehen, Probe mitlaufen, hat ja jeder das Recht, erstmal zu gucken, ob ihm das liegt. In dem Moment habe ich halt das Problem, dass die sagen, nee, also da habe ich ja echt keinen Bock drauf, weil ausgerechnet dann kann es auch passieren, dass du halt solche Wohnungen vorfindest, wo du erstmal aufräumen und unräumen darfst. Und dann haben die darauf eben keine Lust. Oder es ist ein stressiger Tag, wo du hier im Dauerlauf eben durch die Wohnungen gehst. Und dann merken die erstmal am Abend, was die eigentlich alles für Muskelpartien haben, die sie sonst nie gespürt haben. Also es bleibt nicht aus. Seit 5 Jahren hat Nicole Reitz keinen Urlaub gemacht. Sie arbeitet jeden Tag. Die anderen beiden haben eine 6-Tage-Woche. Bezahlt wird nach Fläche. 1,10 Euro gibt's für den Quadratmeter. Für diese Wohnung also 71 Euro. Dazu kommt eine Pauschale für Bettwäsche und Handtücher. Kein Stress.
Nimmst du dein Pfand? Oder euer Pfand? Trinkgeld. In St. Peter-Ording ist eines der größeren Hotels im Ort das Strandgut, direkt hinter der Seebrücke. 80 Angestellte arbeiten hier und im dazugehörenden Restaurant. Um genug Personal zu haben, bildet das Hotel junge Vietnamesen aus. Vor 3 Tagen sind die neuen Auszubildenden in St. Peter-Ording eingetroffen. Für sie ist heute der erste praktische Tag. Einmal unser Tresen. Hier wird immer alles vorbereitet. Kuchen, Kaffee, Cocktails, unsere Getränke. Dann stellt Marc hier mal auf ein Tablett. Und dann haben wir unsere Bons hier. Da steht oben immer drauf, wo das immer hingeht. Unsere Tischnummern, die gehen wir gleich mal zusammen durch. Zeige ich euch mal, wo das hingeht. Und dann steht da immer drauf, was es auf dem Tablett draufsteht. Und dann wird das immer rausgebracht zum Tisch. Das Ziel für heute, dass wir gemeinsam den ersten Tag mit Spaß und guter Laune überstehen. Erste praktische Übung mit Ausbildungsleiterin Claudia Panke. Servietten falten. Komme ich mal zu euch. Das ist ein bisschen einfacher. Genau, stellt euch mal ruhig daneben. Dann, ne, bleibt du mal ruhig da stehen. Das ist ja einfach. So, jetzt machen wir unsere Welle. Die brauchen wir immer zum Eindecken für abends. Einmal zur Mitte. Vor 3 Jahren haben zum ersten Mal junge Menschen aus Vietnam mit einer Ausbildung im Strandgut begonnen. Mittlerweile stammt die Hälfte aller Azubis von dort. Nein, bei den Auszubildenden gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ich finde, wenn man was lernen möchte, dann ist es ganz egal, aus welchem Land man kommt. Und es klappt generell sehr gut unter den Azubis auch. Vermittelt werden die von einer Agentur. Voraussetzung sind ausreichend Sprachkenntnisse, um sich verständlich zu machen. Hien stammt aus Hanoi. Die 22-Jährige hat als einzige bereits Verwandte in Deutschland. Meine Schwester arbeitet in ein kleines Restaurant und empfiehlt sie mich, dass Deutschland ist ein gutes Land zu arbeiten und leben. Und deshalb mache ich eine große Entscheidung zum Deutschland. Alle 3 Azubis wohnten bis vor 3 Tagen noch in den Millionenstädten Hanoi und Ho Chi Minh Stadt. In Vietnam insgesamt haben wir sehr viele Menschen überall, ja, aber in Deutschland ist es sehr anders. Ja, es gibt Haus hier, aber weg und Haus in Vietnam, wir leben nebeneinander. Ja, es gibt nicht so viele frische Luft wie hier. Dann kannst du einmal mit rüberkommen, bitte. Dann haben wir unsere Frühstückskarten, die liegen morgens immer mit auf dem Tisch drauf. Ja. Da dürfen die Gäste sich immer die Extras aussuchen. Und jeden Tag haben wir ein anderes Extra. Genau. Heute haben wir die Franzbrötchen drauf. Und morgen haben wir die Baked Beans drauf. Guck mal. Genau, Franzbrötchen, Baked Beans. Dann müssen wir die alle einfach einmal runter machen und die anderen dann drauf. Genau. Kannst du die einmal nehmen? Ich kann verstehen, aber ich habe noch nie probiert, die Franzbrötchen alle schon gut. Ja. Ich werde mal probieren, wenn ich hier arbeite. Wir müssen eh erstmal gucken, was es hier in Deutschland überhaupt gibt an Gerichten. Und ja, vom Geschmack her ist es ganz anders. Und ja, die Bezeichnung ist natürlich auch, das müssen wir auch alles erstmal lernen. Das ist schon sehr schwierig, glaube ich, für die. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt in dem Land wäre. Das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe für mich. Und von daher finde ich es schon super, dass sie schon so gut Deutsch sprechen können und uns, glaube ich, auch schon ganz gut verstehen können. Nicole Reitz und ihr Reinigungsteam sind mittlerweile bei der 3. Ferienwohnung angekommen. Da hast du die 2 Flaschen Wein, Vorsicht, nicht fallen lassen, weil die gehen ja wieder rein für die Gäste. Ja. Die Schlüssel hast du. Die Wohnung wird noch heute von den nächsten Feriengästen bezogen. Da haben wir Anreise 15 Uhr und dann muss die fertig sein. Da können wir nicht noch drin rumwuseln. Anders da bei anderen Wohnungen, wo kein direkter Wechsel ist, die kommen alle nach hinten. Einfach, dass die fertig sind.
So, dann gehen wir da mal rein. Immer wenn Nicole Reitz eine Ferienwohnung betritt, verschafft sie sich als erstes einen Überblick. Die haben umgeräumt, aber sonst sieht's gut aus. Ja, soll ja nicht langweilig werden, ne? Weil Gäste räumen ja rum, aber nicht wieder zurück. Es riecht nicht unangenehm. Es sieht auch ordentlich aus, wenn man so über die Flächen drüber guckt. Das wird schön werden. Es gibt eine schnelle Nummer. Also haben wir nicht viel Arbeit. Sei denn, es tun sich jetzt noch Abgründe auf, das wissen wir noch nicht. So ein Stuhl, das ist jetzt mal eine Kleinigkeit. Aber wir hatten es auch schon, da haben die komplett die Möbel umgeräumt. Also da haben die dann auch Betten anders dahin gerückt. Und da hast du wirklich die Wohnung komplett neu einrichten müssen, so wie sie eigentlich gehört. Dann kann das unter Umständen stressig werden. Also wir hatten schon mal gehabt, dass hier Gäste schon noch drinnen waren in Wohnungen und haben total das Abreisedatum vergessen. Haben gedacht, sie haben noch einen Tag länger. Dann stehst du natürlich da und sagst, nee, zeigen Sie mir mal Ihre Buchungsbestätigung, ob bei Ihnen was anderes steht als bei uns, was gemeldet wurde. Und dann sind die total entsetzt und geben dann natürlich Vollgas und sehen zu, dass sie rauskommen. Für die 96 Quadratmeter große Wohnung brauchen Nicole Reitz und ihr Team je nach Zustand 30 bis 45 Minuten. Dabei saugen und wischen sie grundsätzlich alle Flächen. Also andere Firmen, da geht das wirklich so, wenn du siehst, mit was für einem Equipment die reingehen, weißt du genau, die können nicht immer wischen. Die saugen auch nicht immer. Dementsprechend wird da halt nur der Fleck an der Stelle weggemacht, aber der Rest vom Tisch eben nicht gewischt. Und im Prinzip kann dir dein Personal, was da drin ist, leid tun oder die Kollegen leid tun, die da wischen müssen, weil die können am Endeffekt ja nichts dafür, weil die kriegen die Maßgabe ja vom Arbeitgeber. Heißt, die kriegen gesagt, du hast da eine 10 Minuten Zeit und dann musst du alles fertig haben. Das ist natürlich blöd. Ein paar hundert Meter entfernt im Hotel Strandgut. Die Azubis aus Vietnam arbeiten nicht nur im Service, sondern auch in der Küche. Gerade tritt die 24-jährige Chloe aus Hanoi zu ihrem ersten praktischen Ausbildungstag als Köchin an. Markus? Wer ist Markus? Das ist Markus. Hi. Das ist Chloe, deine neue Azubine ab heute. Hi. Markus Friederici ist der Küchenchef und gleichzeitig einer von Chloes Ausbildern. Ich freue mich sehr, dazu. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Starten wir mal. Wunderbar, dann lasse ich dich jetzt bei Markus. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist, wenn du startest, du kriegst erstmal von uns eine Schürze. Ne? Und dann kriegt jeder, der bei uns neu anfängt, bekommt einmal ein Messerset, damit du auch vernünftig arbeiten kannst. Ja, danke. Hast du eine Ahnung, für was die sind auch schon? Eine grobe? Ich weiß, das Messer ist zu Kuchen kutzen. Genau, ist ein Sägemesser für Brot, für Kuchenböden, genau. Genau. Hier ist wie Fleisch kutzen. Genau, ist ein Kochmesser, wo man halt Gemüse mitschneidet, ne? Ja. Fleisch etc. Genau. Markus Friederici hat Chloe vor 4 Monaten unter mehreren Bewerbern ausgewählt. Also wir kriegen ja Bewerbervideos, dann verabredet man einen direkten Zoom-Call und dann spricht man nochmal detaillierter. Das andere ist einfach ein vorgegebenes Video, aber im Zoom-Call hast du dann ein interaktives Gespräch, wo du dann wirklich auch merkst, okay, cool, sie kann gut antworten, sie versteht viel und so weiter und so fort. Ist ein bisschen freaky, aber im Endeffekt, die Entfernung lässt nichts anderes zu. Erste praktische Aufgabe, Erdbeeren putzen. Probier mal. Danke. Warum machst du das sehr einfach? Warum ich das sehr einfach mache? Ja. Das ist Routine. Das ist Routine. Komm, okay. Ich mache das falsch. Alles gut. Womit ich am Anfang extrem zu kämpfen hatte, ist, in Vietnam ist es so, wenn du Chef bist und etwas sagst, wird es nicht in Frage gestellt. Das heißt, ich habe das erlebt bei den ersten beiden Azubis. Kannst du ruhig weitermachen? Bei den ersten beiden war es so, dass wenn ich etwas gesagt habe oder auch sie einen Fehler gemacht haben, bevor sie zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe einen Fehler gemacht, sie sind einfach, doof gesagt, links ins Messer gelaufen, einfach weitergelaufen. Sie haben sich nicht getraut anzusprechen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber wie gesagt, Fleiß und Vorangehen, so immer dieses Brennen dafür, das zeichnet sie aus, ja. Do kommt auch aus Vietnam und ist schon länger dabei. Hier ist einmal die warme Küche. Hier ist jetzt die warme Küche. Da ist Do gerade dabei mit Leo. Die kochen gerade heute Mittagsgeschäft.
Dann machst du was Frikadelle? Sehr gut. Na, du bist ja jetzt schon ein Jahr da, ne? Und in einem Jahr stehst du dann auch da. Ja? Do ist bereits jetzt ein wertvoller Mitarbeiter. Küchenchef Friederici weiß, wie hart um Fachkräfte wie ihn gekämpft wird. Natürlich wird dann Kopfgeld gezahlt oder kommst zu uns, du kriegst irgendwie 500 mehr. Oder kommst du uns, unterschreibst und kriegst 500. Also da gibt's alles. Ich sag mal, das Geld, was heute einige ausgelernte Fachkräfte verlangen, das hätten sie früher niemals bekommen. Heute zahlst du ihnen, Hauptsache du hast jemanden. Und da ist halt auch die Frage, will man sich erpressbar machen auf lange Sicht? Oder geht man andere Wege und sagt sich, okay, wir bilden halt unsere eigenen Fachkräfte aus. Um die Ausbildung attraktiv zu machen, dürfen die Azubis umsonst in Personalunterkünften des Hotels wohnen. Auch im Restaurant Lotti am Südstrand fehlen Mitarbeiter im Service und in der Küche. Eine Konsequenz, nur abends sind auch aufwendigere Gerichte auf der Speisekarte. Achtung! Okay, Konvoi, Pfannfisch ohne Speck, ein Schnitzel. Und das Konvoi, ein Schnitzel, Tapas, Ribeye Classic, well done. Ja. Und den Burger zum Beispiel, der relativ gut läuft, der ist nicht auf der Mittagskarte. Bewusst, weil er so gut läuft. Ich würde sagen, in der Mittagskarte sind eher Gerichte, die du mit ganz kurzen Handgriffen hast. Und abends hast du halt pro Gericht definitiv mehr Handgriffe. Burger, eine Minute? Ja. Um den Gästeansturm trotz Personalmangel zu bewältigen, entzerrt Betreiber Thorsten Maloney die Anfragen mit einem digitalen Reservierungssystem. Das ist halt so getaktet, dass wir alle 15 Minuten 5 Tische annehmen. Das ist für uns sehr gut, weil wir viel besser und intensiver mit den Gästen arbeiten können, weniger Mitarbeiter brauchen, weil wenn alle 100 Gäste, die heute Abend kommen sollen, auf Mal kommen würden, brauchen wir natürlich viel, viel mehr Hände, um das halt schnell abarbeiten zu können. So versucht Thorsten Maloney, sein Personal zu schonen. Köche und Kellner arbeiten zeitversetzt. In den Stoßzeiten überschneiden sich die Schichten. So, komm, Leute, zweimal Burger, einmal ohne Käse und ein Süßkartoffelknödel. Ja. Überstunden müssen seine Mitarbeiter nur selten machen. Lieber greift Thorsten Maloney selbst zur Bratpfanne. 105, ja. So, Bratkartoffeln brauchen wir noch einen Moment. Vor 40 Jahren hat er eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht und musste dabei auch in der Küche aushelfen. Jetzt kommen ihm die Erfahrungen, die er damals gesammelt hat, wieder zugute. Also normal ist das eine Nicht-Aufgabe vom Chef, Bratkartoffeln zu schenken. Aber wenn Not am Mann ist, ist es natürlich ganz gut, wenn man weiß, wie jeder Job im Betrieb funktioniert, damit man das auch jederzeit überall einbringen kann. Ja. Wir sehen auch gut aus. Bis 21 Uhr gibt es warme Küche im Lotti am Südstrand. Dann gehen die letzten Bestellungen ein. Ich nehme einmal das Schnitzel wie eine Art. Sehr gerne. Nach Küchenschluss entspannt sich die Situation für Thorsten Maloney und seine Mitarbeiter allmählich. Hoffnung, dass die Personalsituation für ihn und die Gastrobranche in Zukunft einfacher wird, hat er nicht. Also mein Jahrgang geht allmählich, geburtenstarke Jahrgänge, wir gehen in Rente und es kommen da kaum noch junge Leute nach. Und von daher wird sich, also alleine da demografisch schon bedingt, die Situation verschärfen. Und wenn wir als Arbeitgeber nicht um die Mitarbeiter werben und halt mit guten Leistungen aufwarten, dann werden wir letztendlich auch keine Chance haben. Der demografische Wandel wird die Personalsuche auch für Reinigungsunternehmerin Nicole Reitz weiter verschärfen. Ui. Jo. Ich trage das vor, weil wir haben jetzt zweimal Betten zu beziehen. Zweimal. Hier vorne für die Eltern. Ferienwohnungen putzen, das bedeutet wenig Geld für viel Arbeit. Zudem hinterlassen Gäste die Ferienwohnungen immer wieder in einem desolaten Zustand. Verschmutzt, versandet, verkrümelt, Müll dagelassen, auch in den Ecken Müll gestanden. Kühlschrank, Sand reingeschmissen,
Haben wir auch schon gehabt. Backofen mit Sand. Huch. Einmal Socken. Das findet man auch. Kleidung. Nicole Reitz legt viel Wert auf gute Stimmung und einen kollegialen Umgang in ihrem Team. Das macht den harten Job leichter. Oh ja, ich helfe dir mal eben. Ja, alles gut. Du kannst das nur machen, wenn du Spaß dran hast. Also wenn du keinen Spaß dran hättest, kannst du den Job gar nicht machen. Weil du wirst ja nicht wirklich ernst genommen. Wenn man mal so danach geht, die meisten haben ja in den Köpfen drin, dass du eigentlich unterste Schublade bist. Also Reinigungskraft ist nichts wert. Die meisten vergessen aber, wenn wir es nicht machen, müssen sie ja selber putzen. Und das vergessen halt auch leider viele Gäste. Und dementsprechend wirst du auch teilweise behandelt. Ist nicht schön. Also du kannst es nur machen, wenn du auch einen gewissen Spaß dran hast. Und was mich halt so motiviert, sind dann genau die Gäste, die uns eben auch wirklich ernst nehmen und auch mal sagen, hey, war super. Vielen Dank, dass sie das noch gemacht haben. Auch wenn du abends spät Wäsche nachlieferst, weil sie die vergessen haben, wenn die einfach mal Danke sagen. Das motiviert dich dann halt, ne? Weil du sagst, Mensch, du bist ja doch noch irgendwo gesehen und auch geachtet für das, was du tust. Fertig. Bett fertig. Ende Mai im Hotel Strandgut. Vor einer Woche haben die Azubis aus Vietnam ihre Ausbildung begonnen. Die angehenden Restaurant-Fachmänner und Frauen arbeiten bereits eigenständig im Service mit. Und in der warmen Küche bereitet Koch-Azubi Chloe bereits einfache Gerichte für die Frühstückskarte zu. My work a little bit hard, but it's okay, because I think I have enough energy for this one. 3 Jahre geht die Ausbildung noch. Dann wird sie als Köchin beste Jobchancen haben. Na, was machst du? Ich mache einen Topf. Ah, den haben wir getan, ne? Mit dem Creme. Voll lecker, ne? Ja, ich denke, das ist sehr lecker. Sehr gut. Aber macht Spaß? Ja, natürlich. Ja. In den vergangenen Tagen hat Chloe alle Bereiche der Küche kennengelernt. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist super gut. Sie ist wissbegierig, sie ist fleißig. Ist nicht so doof gesagt, du, ich habe jetzt 3:30, ich muss jetzt Feierabend machen, sondern eher die Frage, was kann ich noch tun? Nein, du gehst jetzt nach Hause, du hast Feierabend. Deswegen muss man sie immer so ein bisschen bremsen. Und ich glaube, das wird ganz gut, ne? Ja. Das Strandgut hat sein Personalproblem mit Azubis aus Vietnam entschärft. Im nächsten Frühjahr sollen die nächsten jungen Vietnamesen hier ihre Ausbildung beginnen. Für die gesamte Branche wird sich die Situation aber verschärfen. Der Kampf um Koch und Kellner wird für viele andere weitergehen.